Hallo und herzlich willkommen. Drei Fehler, die Anleger immer wieder machen. Darum soll es im heutigen Video gehen. Mein Name ist Jens Rabe. Wir reden hier über Börse, Investment, Unternehmertum. Und ja, das ist genau das Thema des heutigen Videos. Nämlich, wir reden mal über drei Fehler, die Anleger immer und immer und immer wieder machen. Allerdings, wir begrenzen das mal auf Bullenmärkte. Also, es gibt ja Bullenmärkte, es gibt Bärenmärkte. Und heute reden wir mal über die drei häufigsten Fehler, die gemacht werden in Bullenmärkten. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dabei. Es ist, glaube ich, keine Frage, dass wenn wir uns das hier anschauen und ihr seht hinter mir den S&P 500 und ich hätte jetzt genauso den Nasdaq hierher machen können, dann sehen wir, dieser Markt hat ein neues Allzeithoch erzielt. Der Nasdaq hat das schon vor einigen Tagen getan oder vor einigen Wochen mittlerweile, muss man sagen. Und das ist ganz klar ein Bullenmarkt. Also egal, was da draußen erzählt wird, was da draußen in der Wirtschaft passiert, Aktienmärkte, die auf Allzeithoch sind, das sind definitiv Bullenmärkte und da musst du ja eigentlich dabei sein. Aber viele Anleger machen immer wieder die gleichen Fehler und wir wollen heute mal über diese Fehler sprechen. Es gibt natürlich viele Fehler, ich habe mir heute mal drei herausgesucht. Fangen wir mal an mit dem allerersten und der allererste Fehler, den Anleger immer wieder machen, nicht 100% dabei. Nicht zu 100% dabei. Und was heißt das? Wenn der Markt nach oben geht und du hast einen Bullenmarkt, so wie jetzt, dann musst du im Grunde genommen all in gehen. Na? Du musst dein ganzes Geld, was du hast, in die Märkte hineinschieben. Es gibt, wenn wir uns das hier nochmal im Chart kurz anschauen, es gibt Situationen, wo es definitiv Sinn macht zu sagen, okay, da lohnt es sich jetzt auch mal, Cash zu halten oder viel Cash aufzubauen, ne? Wenn Märkte beispielsweise anfangen zu fallen. Oder hier unten solltest du natürlich auch nicht zu 100% investiert sein. Aber hier an so einer Stelle musst du zu 100% im Markt sein. Du brauchst jetzt keine Cash-Reserve mehr. Ne? Du musst komplett dabei sein, sonst nimmst du das Ganze nicht mit. Das ist übrigens etwas, was ein riesengroßer Vorteil von uns privaten Investoren ist. Wenn du ein institutioneller Anleger bist, ein Fondsmanager oder dergleichen, der kann niemals zu 100% im Markt sein. Das heißt also, der muss immer eine gewisse Cashquote halten, falls mal Gelder herausfließen, falls mal Anleger Geld herausnehmen oder für solche Situationen. Das heißt, der darf nie zu 100% drin sein. Der darf auch nie, das ist gleich der nächste Punkt, der darf auch nie in manche Aktien so groß investieren, wie das jetzt am Markt erforderlich wäre. Das heißt, du hast als Privater einen riesen Vorteil und deswegen wirst du keine gute Performance machen, wenn du immer sagst, ich muss eine Cash-Reserve halten. In einem Bullenmarkt hältst du keine Cash-Reserve. Was ist der zweite Fehler? Der zweite Fehler, der gemacht wird, und der ist auch sehr, sehr relevant, sehe ich ganz, ganz häufig. Hier ein bisschen dicker. So. Du kaufst die falschen Aktien. Was sind jetzt die falschen Aktien? Ich habe schon mal ein Video hier gemacht, wo wir darüber gesprochen, kaufe Stärke oder kaufe Schwäche. Und das damals gesehen, und ich habe auch schon mal gezeigt, meine 11 größten Positionen, und da waren so Dinge dabei wie Amazon, wie Facebook, wie Apple, Facebook war nicht dabei, aber Apple, Tesla und so weiter und so fort. Das waren meine größten Positionen schon vor einigen Wochen in diesem Bullenmarkt. Und die sind natürlich exorbitant gestiegen. Wusste ich das? Nein, das wusste ich natürlich nicht. Aber du musst einfach Stärke kaufen. Und viele Leute machen einen Bullenmarkt diesen Fehler, dass sie sagen, der Markt ist jetzt schon so weit gelaufen und aus dem Grunde kann ich jetzt nicht mehr diese gut gelaufenen Aktien kaufen. Ich kaufe die noch kommen müssen, die Aufholpotenzial haben. Wir schauen uns mal eine Aktie hier an, so ein Klassiker. Ne? Ich habe mir jetzt mal, könnten wir jetzt viele finden. Wir nehmen mal hier zum Beispiel Delta Airlines. Ne? So, und du siehst, der ganze Markt ist
auf neuen Allzeithochs und diese Aktie krebst immer noch hier unten rum. Und viele sagen jetzt, ja okay, die könnte sich ja jetzt super entwickeln, die ist hier von 62 runtergefallen auf 17, ist schon wieder bei 30 und wenn die jetzt wieder auf 60 geht. Aber was du verstehen musst, ist einfach der Punkt, Schwäche verwandelt sich nicht automatisch in Stärke. Ne? Also das ist so ein bisschen so, es war ja gerade Champions League Finale, die Bayern haben gewonnen, sehr gut, ich bin ja seit frühester Kindheit Bayern-Fan, das heißt, alle Dortmund-Fans können jetzt hier den Daumen nach unten geben. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du stellst gegen die Bayern, der Aktienmarkt, stellst jetzt eine Kreisligamannschaft auf den Platz, kannst du natürlich hoffen, ja, die liegen jetzt zwar 12-0 hinten, aber die könnten ja jetzt noch richtig aufholen, die können jetzt noch einen richtigen Torreigen abfeuern. Werden die das machen? Nein, werden sie nicht. Alle Erfahrungen zeigen, dass es absolute Ausnahmen sind, dass solche Rohrkrepierer wie hier, Gurkenaktien, wie ich sie nenne, dass die in so einer Phase noch hinterherkommen. Kann man mit ihnen Geld verdienen? Klar, aber du willst doch richtig Geld verdienen. Und deswegen musst du Stärke kaufen. Du darfst nicht die falschen Aktien kaufen. Ne? Du darfst nicht die falschen Aktien kaufen, sondern du musst die Aktien kaufen, die das Ganze voranbringen. Und wenn wir uns jetzt momentan mal anschauen, im Nasdaq 100 bestimmen 6 Aktien den kompletten Index, über 50%. Ne? Das sind so die Klassiker, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google und jetzt mittlerweile auch noch Tesla. Diese 6 Aktien machen über 50% des Nasdaq 100 aus. Im S&P 500 sind das die großen Aktien, also auch die gleichen wieder, ne? Die über 30% ausmachen. Das heißt, in denen musst du jetzt auch dabei sein. Die musst du jetzt kaufen, da musst du drin sein. Und ich weiß, das fühlt sich nicht gut an, ne? Wenn eine Apple so wahnsinnig stark gelaufen ist, wenn eine Tesla so stark gelaufen ist, wenn eine Amazon so stark gelaufen ist. Aber wenn du in diesen Aktien nicht drin bist, verdienst du momentan kein Geld, Stand per heute. Ne? Du musst in diesen Aktien einfach drin sein. Warum? Weil je mehr der Markt nach oben geht und je mehr die Anleger in den Markt hineingehen und steigende Märkte kommen nur zustande, indem immer mehr Geld reinfließt. Wo gehen die rein? Die gehen nicht hier rein. Die gehen in die stark gestiegenen Aktien. Das heißt, wenn du mitverdienen willst, musst du auch in den stark gestiegenen Aktien sein, weil die haben die Tendenz, noch mehr zu steigen. Und du kannst es jetzt wieder für irrational halten oder sonst was. Es spielt keine Rolle. Du willst hier Geld verdienen. Und deswegen musst du in solche Aktien eben auch hineingehen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Anstatt zu sagen, ich nehme hier diese ganzen Gurkenaktien in der Hoffnung, dass da mal was wird. Ne? Weil es wird eben nichts. Es wird schon ein bisschen was, aber halt nicht so richtig, was du eigentlich könntest. Das heißt, du schöpfst einfach dein Potenzial nicht aus. So, und dann müssen wir uns natürlich eins anschauen. Da gehen wir nochmal hier zurück auf den S&P. Und das ist der dritte Punkt. Und das ist jetzt, die ersten beiden Punkte haben sich eher so an die Zweifler gerichtet, ja? Die gesagt haben, ich traue mich nicht so richtig, ich muss Cash halten, falls es wieder runtergeht. Oder die anderen, die sagen, ich kann nicht die starken Aktien kaufen, ich muss die schwachen Aktien kaufen und so weiter. Das sind so die Zweifler. So, und jetzt der dritte Punkt, der betrifft eher so die so euphorisch sind, die euphorischen Anleger, ne? Die sagen, okay, jetzt werde ich mit Aktien ganz, ganz schnell reich. Und du siehst aber, das war ja eine besondere Situation, ne? Aber das merkt natürlich auch mal schnell fallen können. Auch mal hier und so weiter. Und deswegen ist das der dritte Punkt. Und der dritte Punkt ist, haben wir hier das, kein Exit-Szenario. So, heißt also, du hast keine Idee, wie du wieder rausgehst. Und eigentlich ist dieser Punkt hier, wenn du den nicht hast, hast du das Problem und das Problem. Weil, wenn du wüsstest, wie du aus dem Markt wieder herausgehst, bei welchen Anzeichen du wieder herausgehst, wo du dich absichern kannst, wo du deine Chips vom Tisch zurücknimmst, hättest du auch kein Problem, all in zu gehen. Du hättest auch kein Problem, diese starken Aktien zu kaufen. Wenn ich heute sagen würde, ich investiere heute in Apple, in Amazon, in Tesla, ne, dann würde ich das mit ganz geringen Schmerzen machen. Warum? Weil ich genau wüsste, an welchem Punkt ich wieder rausgehe. Wo ich sage, okay, ich glaube,
diese Aktien steigen weiter. Das ist was Hypothetisches, weil ich bin ja schon in den ganzen Aktien drin. Das ist was Hypothetisches, aber überleg mal, wenn ich heute die Entscheidung hätte, heute kommt eine Million, ich muss die investieren und ich investiere die in diese starken Aktien hinein, dann weiß ich eben, wo ich sage, die Idee stimmt nicht mehr, ich gehe wieder raus. So, dann kann ich ganz genau kalkulieren, wenn ich heute reingehe, was habe ich für ein Risiko? Und an der Stelle beende ich das für mich. Und wenn ich das weiß, habe ich weder das Problem noch das Problem. Ne? Bitte jetzt auch mal nicht diesen Begriff All-In jetzt zu sehr aufs Pokern übertragen. Ne? Beim All-In kann es auch sein, der andere gewinnt, dein ganzes Geld ist weg. Das passiert ja an der Börse nicht. Ist ja nicht so, dass du heute das Geld investierst und dann geht alles raus. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass du heute hier bist und am nächsten Tag bist du hier unten. Ne? Also das hier gerade, das sind Wochenkerzen, das hat ja schon. Und das war wirklich das Schnellste, was wir jemals in der Geschichte gesehen haben. Ob sich das so wiederholt, das wage ich zu bezweifeln. Aber wenn es hier mal wieder runtergehen sollte, dann passiert das ja nicht von heute auf morgen. Das heißt also, du musst deinen Exit kennen. Du musst einen Plan haben. Jetzt sind wir gerade im Bullenmarkt. Das läuft wie verrückt. Aber hey, schauen wir mal in der Zukunft. Da gibt es schon ganz viele Dinge, die das ändern könnten. Ne? Flammt Corona nochmal auf? Was passiert in Amerika bei der Wahl? Und so weiter. Es gibt ganz, ganz viele Zeichen, wo man sagen könnte, oh, da könnte was passieren. Aber viele Leute lassen sich jetzt schon von diesen Gedanken leiten und sagen, ah, da kann ich doch nicht in den Markt gehen, weil sie nicht wissen, wie sie rausgehen sollen oder wie sie sich absichern sollen. Ja? Und das ist das eigentliche Problem. Und das Problem hat jetzt wieder nicht derjenige, der sagt, ich habe ein ETF und spare da monatlich was an. Für die ist das egal. Aber wenn du substanzielles Geld im Markt hast, großes Geld, sechsstellig, siebenstellig, dann brauchst du Exit-Szenarien. Wenn du ein Unternehmer bist, dann brauchst du doch ein Exit-Szenario. Was passiert, wenn dein Geschäft nicht mehr läuft? Wo steige ich aus? Was mache ich dann? Jeder gute Unternehmer hat das im Kopf. So, der hat so ein Szenario mal durchgespielt. Und genauso musst du das betrachten, wenn du sagst, Börse ist ein Geschäft. Dann musst du ein Szenario, wo du sagst, hey, die Umstände verändern sich, Bullenmarkt endet, ich gehe wieder raus. Wenn du das geklärt hast, hast du auch die anderen beiden Probleme nicht mehr. Und deswegen musst du das zwingend machen. Ne? Also fang an, hier, wenn wir nochmal schauen, dreh es im Grunde genommen sogar um und sag, okay, wenn ich diesen Punkt hier löse, nämlich, dass ich sage, ich habe ein Exit-Szenario, ne? Ich weiß, was ich hier tue, dann kann ich die richtigen Aktien kaufen und dann kann ich mit 100% dabei sein. So. Das musst du aber eben einfach wissen und deswegen musst du hier anfangen, damit du das dann machen kannst und dann umgehst du diese oder dann vermeidest du diese drei Fehler. So, und du kannst dir jetzt eine ganz einfache Frage stellen, die deine nächste Handlung beeinflusst. Nämlich, frag dich jetzt ganz einfach, habe ich ein Exit-Szenario? Habe ich an dieser Rallye als Privatanleger zu 100% partizipiert? Jetzt bitte nicht immer sagen, ah, der Fondsmanager hat es da auch nicht oder der hat da auch nicht oder da in dem Fonds. Ja, weil die es nicht können. Ne? Die können nicht in 6 Aktien 50% ihres Geldes stecken. Da gibt es Regularien, die das verbieten. So, die müssen Cash halten. Die dürfen nur so und so viel in manche Aktien investieren. Das heißt, ein Fondsmanager kann in so einer Phase wie jetzt den Markt nicht schlagen. Es ist unmöglich. So. Und deswegen ist das falsch, aber du bist Privatanleger. Du kannst es, du kannst privat dabei sein, du kannst es machen. Ne? Und ich sehe es ja bei den Kunden bei uns im Training, die zurzeit wirklich gut unterwegs sind und gutes Geld verdienen. So. Und deswegen, wenn du kein Exit-Szenario hast, wenn du sagst, das stimmt, ich habe eigentlich keins, ne? Dann ruf uns an. Dann lass uns mal darüber sprechen, wie wir dir helfen können, dass du zu so einem Exit-Szenario kommst, dass du weißt, wie du dich, wenn sich das Geschäft Börse mal wieder verändert, wie du da rauskommst. Und das Einzige, was du machen musst, trägst dich hier unten ein, www.jensraube-termin. Trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir sprechen mal darüber. Okay, in diesem Sinne, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.